Und dann sollten wir uns nützlich machen. Das ist nicht gerade meine Expertise, aber wir sollten uns ein Bild von den Gegebenheiten machen und nun zumindest für uns Pläne machen, wie wir dann helfen könnten, Ich wenn bin der Angriff so eintritt. ganz ehrlich, er hat bisher noch nicht eingeschlagen. Gegenwärtig sollten wir gar nichts tun. Vorbereitet sein kann nicht schaden. Es ist keine schlechte Idee, sich hier einmal umzuschauen, aber wir sollten auf keinen Fall alleine gehen. Nein. Wir sollten in Zweier- oder Dreiergruppen gehen. In der Tat, das scheint mir eine gute Idee. Nun, was? Jemand in Norden, jemand in Süden? Na gut, dann gehe ich in den Norden. Wenn ihr wollt, Kapitän, werde ich mich auf dem Markt umtun. Nicht, ihr werdet nicht alleine gehen. Entweder begleitet ihr Boltax oder ihr geht mit uns. Nun, ich bin mir sicher, dass. Ihr geht nicht alleine. Ich bin mir sicher, dass die zauberhafte Tulamin meine Gesellschaft zu schätzen weiß. Kapitän! Ich bin bereit, euch zu begleiten. Erinnert mich daran, euch einen Beruhigungstee zu reichen. Aber auch Boltax sollte nicht allein gehen. Nö, ich gehe davon aus, wenn ihr beide in den Süden geht, dann gehe ich mit so einem guten Abelmir und Diamantis in den Norden. Diamantis? Ich folge. Dort, wo ihr mich haben wollt. Ich habe hier keine eigenen Bestreben. Nun gut, dann ist es so beschlossen. Musst du noch mal diesen komischen Golem? Faszinierendes Teil. So lebendig. Ist das Holz? Es klang wie Holz, als ihr dagegen geklopft habt. Oh ja, es ist Holz. Seht ihr, trotz allem Breborium ist man in Miram nicht in der Lage, Golems aus, sagen wir, anderen als flüchtigen Materialien zu machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man einen Golem aus Licht erschaffen, das ist das Flüchtigste von allem. Nicht die Art von Flüchtigkeit. Ich meinte eher natürliche Vergänglichkeit. Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber. Oh, und Ein Lichtgolem. Man hat anderen Orten die Geheimnisse von Metallgolems bereits geknackt, wenn ich mich nicht täusche. Also wiegt euch nicht so sehr in Sicherheit. Und damit geht er fort. Ja, lass uns gehen. Okay, dann könnt ihr wieder nach draußen treten aus dieser merkwürdigen Taverne und könnt euch nochmal umsehen über euch herum. Klaffen faulige Löcher in diesem Holz, in diesem Leib. Knochen, die dann eben aus Holz gebildet werden oder aber rostige Metalle, die dann so etwas wie Organe darstellen. Überall um euch herum. Es ist mehlig, matschig und überall diese Käfer, die um euch herum krabbeln. Ja, wie gesagt, ihr könnt euch umsehen, die Gerüche studieren oder eben auch die merkwürdigen Personen, die hier umherlaufen. Nicht nur Krakonier oder Fischmenschen, Mare, Risso, Zeliten, sondern alles, was irgendwie das Meer hergibt. Viele Menschen natürlich aus allen Herren Ländern, viele Alanfane, aber vor allem waren dann noch die Gebildeten unter euch, also vor allem Serpentilio oder Abelmir, könnt dann Monuren erkennen, Homeria, Mare, Monomatte oder Dagatim, Pristide, also Haimenschen, Puritirna, Nokosha und Tritoninen, die dann überall um euch herum in Wasserlachen sitzen oder verhandeln, euch dann aus merkwürdigen Glubschaugen anstarren oder mit ihren merkwürdigen Zangen herumklickern, wenn ihr an ihnen entlang geht oder ihre Schwänze einziehen, damit ihr dann eben nicht drauftretet. Und wenn ihr euch dann aufteilen mögt, draußen umhersteht, unter euch das Platschen der Bayat-Arena hört, wo, wie gesagt, irgendjemand kämpft zum Vergnügen der unterseeischen Massen, die können dann eben von oben die Menschen zusehen und von unten dann aus den Wasserbassins die anderen Kreaturen, die dann eben im Wasser bleiben wollen, könnt ihr auch sehen, wie ein Händler auf euch zutritt, der euch mit einem Goldzahn anlächelt, sich so ein bisschen auf seinen Stab stützt. Ah, willkommen in der Stadt. Ich bin Ensgar Haldalin. Ich bin der so etwas wie der Meister des Bazars. Falls ihr etwas kaufen mögt, dann sagt doch gerne Bescheid. Ich kann euch alles besorgen, wahrlich alles.
Angenehm. Sagt, Alchemiker, an wen wende ich mich am besten? Nun, ich kann euch die Stände zeigen, oder ihr könnt bei mir über eine kleine Provision direkt kaufen. Die Basare findet ihr sonst im unteren Teil. Derjenige Teil ist noch von allen zu betreten. Ich komme auf euch zurück, würde allerdings gern zuerst die Auslagen begutachten. Ihr wisst ja, wie es ist. Meistens weiß man erst, was man braucht, wenn man es sieht. Ja, selbstverständlich. Ich kann euch verstehen, guter Freund. Dann folgt mir doch zum wandernden Basar. Oh, und Bücher könnten auch interessant sein, falls ihr hier so etwas verkauft. Nun, alles. Auch die verbotenen Dinge, die man auf dem Festland nicht bekommt. Falls ich euch etwas empfehlen darf, die Historiker Aventurica sind die niedergeschriebenen Prophezeiungen der Chalven, falls ihr mögt. Ich habe gehört, das meiste davon ist schon. Ja, das mag sein, dass das meiste davon schon ist, aber es sind ja nur Prophezeiungen. Ob sie wahr werden oder nicht, das wird sich zeigen. Oder aber wenn ihr seht mir aus wie eine sehr gebildete, götterfürchtige Frau. Was haltet ihr denn davon, dass ich euch das Al-Lamashim Nishuda Abu Leviathan verkaufe? Es ist mir vor kurzem erst in die Hände gefallen. Ein interessanter Vorschlag. Ich hatte einmal ein Exemplar in der Hand. Sagt es mir gerne. Ich werde es euch direkt auf euer Schiff bringen lassen. Selbstverständlich mit Handschuhen und dergleichen mehr. Über den Preis können wir später sprechen. Nun, und darüber, ob es meinen Anforderungen genügt. Selbstverständlich. Ich hoffe Kreaturen doch, am Rande der Welt. Ich hoffe doch, ihr habt eine Ausgabe auf Urtula Media. Selbstverständlich. Ich habe eines der wenigen Originale von Mustra Baal von Kunio. Faszinierend. Warum, Zulamin, seht ihr euch nicht die Bücher an? Ich, die Alchemiker, wir treffen uns am Ende wieder hier. Nein, ihr habt aber mir gehört. Ich begleite euch. Wenn ihr unbedingt so geneigt seid. Dies wird allerdings ein Weilchen dauern. Habe ich euch schon von den Vorzügen des sechsblättrigen Blattes erzählt, wenn man allein darin arbeitet? Versucht ihr mich zu langweilen? Nein, nein. Ich hätte nur gehofft, ich könnte ein wenig Konversation betreiben, die sich nicht um... Ich deute einmal auf die Umgebung. Das hier dreht. Nun, dann seht euch die Zutaten an und ich sehe mich ein wenig drumherum um. Es ist ein einzigartiger Ort, an den wir gewiss nicht so bald wiederkommen werden. Ihr riecht an nichts, das ihr nicht kennt. Das beherzigen. Dann teilt ihr euch auf, ja? Serpentilio und Zulamin und die anderen bleibt zu dritt? Du warst vorgesehen bis jetzt. Ja. Hi. Ja. Okay. Gut, dann könnt ihr gemeinsam mit Enske Haldalin in das Unterdeck der Arche treten. Über die vielen verschlungenen Pfade und Wege könnt ihr matschig in das Unterdeck treten. Enske Haldalin erzählt euch auch, dass die Arche erst vor 2 Wochen aufgetaucht ist. Und sie war lange Zeit unter der Wasseroberfläche, dort hat daneben verhandelt. Mittlerweile gibt es wohl auch eine zweite Arche, die unter Wasser angedockt ist, mit einem besonderen Namen, den er gerade aber nicht nennt, um keine bösen Geister zu beschwören. Und der Preis, der Name der, dieser Arche, dieser Mahaitamim, würde auch kosten. Er lässt sich alles bezahlen, aber er ist ein unglaublich netter Mann. Vor allem, wenn er euch dann aus seinem Lächeln gewinnend mit einem Goldzahn anblickt und euch dann eben über den Markt führt. Er kann euch selbstverständlich auch erzählen, dass der wandernde Markt den Namen besitzt, weil Arachno von Schorina für die... Es gibt besondere Gesetze, die gesagt haben, dass ein Stand nur 3 Tage an Ort und Stelle aufgeschlagen werden sein darf. Dann gibt es geringe Gebühren und sollte jemand einen 4. Tag dort stehen, gibt es wesentlich höhere Gebühren. Dementsprechend ziehen die Leute alle 3 Tage um. Faszinierend. Ja. Und dort kann man quasi alles kaufen, was man möchte. Auch alles, was irgendwie illegal ist oder ja, alles, was man quasi bekommen kann. Ich suche nach 3 Dingen. Primo, ich nehme an, Serpentilio macht das Übliche, dasselbe wie auf Beskan und stockt an üblich gebrauchten Sachen auf, halt in diesem Fall eher an Exotika. Dass wir halt später Zugriff darauf haben, das verrechnen wir jetzt glaube ich nicht automatisch, nicht direkt. Dann würde ich dann einfach, wenn du sie brauchst, dann kannst du sie dir abstreichen vom Geld und... Ganz genau. Zweitens, Drachentrennen?
Seeschlangen treten. Sind Seeschlangen magische Kreaturen? Ja, magisch Demonoid. Also es ist ein Substitut. Dann ja, gib ihm. Drittens, Teriyak. Wirst du bekommen. Kostet natürlich unglaublich viel, aber wirst du bekommen. Costa Quanta? Also die Handelspreise für Daria, gibt es da was in dem Buch? Kannst du mal nachgucken, würde ich dann um 200 Prozent. Ich kann dir aus dem Handgelenk sagen, was der Gesamtpreis von einem Restaurarium ist. Ja, dann, also du könntest dann die Zutaten für ein Restaurarium könntest du kaufen. Der Teriyak ist vermutlich, also hier kommt es ein halber Schank, also da ist ein halber Schank drin und Kleinzeug kommt auf 60 Dukaten raus. Ja, dann würde ich sagen 100 Dukaten für die Zutaten, also so, dass du sie für 100 Dukaten dann... 100 Dukaten für einen halben Schank. Genau. Nehmen wir 2. Ja, wie gesagt, musst du dann mit Abel mir klären, der hat da das Geld drauf, aber du kannst sie zumindest erstmal bestellen. Ja, aber ja. Ich kriege ja nur diverse Chemikalien vorgelegt. Ja, die Rechnung dann natürlich auch. Ja, wenn ihr euch oberirdisch umseht, also Diamantis, Boltax und Abemir, dann könnt ihr natürlich viele andere Dinge mitbekommen. Selbstverständlich neben der Vajat Arena eine bunt angemalte Zedrake mit dem Tempel eines tanzenden Affengottes. Irgendetwas, du kannst noch einen Priester erkennen, der wohl zu Tur Makak betet. Ja, also du kannst damit nicht ganz so viel anfangen. Der Mann aus den Tulamidenlanden hat wohl auch einen merkwürdigen Akzent, den du nicht ganz zuordnen kannst. Verbirgt sein Gesicht auch hinter einer Affenmaske und lacht die ganze Zeit ziemlich dumm, was eben auch nicht dazu führt, dass du ihn besser verstehen kannst. Ansonsten selbstverständlich den Charybdoroth-Tempel oder Globomon, wie sie sich dann hier eher nennen, mit den froschgestaltigen Krakoniern von Plurglip, wie er sich nennt, und auch den menschlichen Priester oder Priesterin ist es wohl, Skylafotaya von Vajat, die euch dort begrüßt, auch selbstverständlich einen anderen Unterhändler namens Kryptian, der wohl nur so etwas wie ein Akolud ist und selber noch keinen Pakt eingegangen ist und dementsprechend nicht ganz so befremdlich auf euch wirkt. Ihr könnt selbstverständlich den Agrimod-Tempel bewundern, der hier rostig nach oben ragt und verdreht mit seinen Spitzen, sticht in alle Seiten irgendwelche Unfeuer, die dort schwarz brennen aus den rauchenden Schloten. Könnt davor dann auch noch sehen oder hören, wie wohl Arkobalia, die Tempelvorsteherin, ist sie selbst in das Schiff eingewachsen als Baum. Erinnert Abemir vielleicht auch, wenn du den Tempel selbst gar nicht betrittst, erinnert dich das von den Erzählungen so ein bisschen an deine eigene Schiffssteuerfrau von damals. Aber die Priesterin des Agrimod-Tempels soll wohl verwachsen sein mit dem Schiff. Gerade von diesem Akimotable muss ich groß weit fernhalten. Also ich habe ganz schlechte Erinnerungen an diesen Erzdämon. Ja, ist das natürlich aber trotzdem hier sein Reich gemeinsam mit Charybdoroth und Agrimod wurde dieses Wesen ja hervorgerufen. Und während ihr euch dann davor steht, so ein bisschen heißer Schmiedewind euch entgegenpfeift, der euch in der Nase kratzt, könnt ihr dann euch auch umwenden und könnt dann sehen, wie vor euch eine grüne Gestalt steht, grüne Haare, grüne Haut, der euch dann interessiert betrachtet und euch dann weglockt oder zieht, winkt er so ein bisschen mit seinen Händen. Galabrion, wissen ihr denn nicht mögen, aber Galabrion mögen heilen mit grüner Gabe. Kommt mit, komm mit. Wer seid ihr? Galabrion? Galabrion. Hätte das für keine gute Idee, Abelmir. Ein Landstreicher, Kapitän. Wir sollten ihm nicht zu nahe treten. Scheint krank zu sein. Wovon müssen wir geheilt werden? Nicht ihr, aber Schiff muss geheilt werden. Galabrion ist Priester von grüner Gott. Unser Schiff muss nicht geheilt werden, es ist vollständig und ganz. Nein, ich nicht hier wegen eurem Schiff. Galabrion ist hier wegen Stadt aus der Tiefe. Und ihr müsst weg von böse Tempel. Ihr wollt dieses Ding heilen? Was ist denn eure grüne Gabe? Galabrion ist Priester von grüner Gott von Shahana. Und ich warte auf weitere Schiffe von Rakshasastan.
Scheiße. Ich würde mal sagen, Legenden rufen oder Geschichtes? Keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Okay. Gut. Was soll das sein, Rashastan? Galabrion ist Priester von Gott von Shahana. Rakshasastan ist Landform von Riesen. Nie gehört. Ah, Moment. Meint er vielleicht, das Gebiet hinter dem irrenen Schwert. Ah, wie heißt es noch? Riesland. Du wissen von Rakshasastan? Nun, es gibt Gerüchte. Galabrion warten auf weitere Schiffe. Hab da diesen einen Seefahrer aus Kuntjom. Ah, wie hieß er denn noch? Ah, ich habe nicht mit ihm geschrieben, aber ich habe eure Briefe gelesen. Ah, der war doch auch dort. Galabrion wollen nur wissen, ob andere Schiffe kommen. Ich weiß es nicht. Aber wenn du nicht wissen, du siehst auch aus wie Priester von Shahana. Du dienst grünem Gott? Ich diene Sumu. Grüner Gott? Nun, ja, gewissermaßen. Vielleicht sollten wir doch mit ihm gehen. Aber mir, das scheint ein vertrauenswürdiger zu sein. Ihr könnt doch nicht einfach in einen Tempel hängen, den ihr nicht kennt. Doch, sicher. Aber Galabrion ist guter Mann. Guter ja. Priester von grüner Gott. Das sagen die viele. Komm mit. Ich habe eigenes Schiff. Wir können uns doch zunächst einmal anhören, was er zu sagen hat, Abelmir. Na gut. Seid ihr denn gar nicht neugierig? Neugier ist der Katze tot, wie gesagt. Ja, aber nicht jede Katze ist tot auf unserem Schiff, nur eine. Ach, ihr versteht, Mensch, ihr Sprichwort ja immer noch nicht. Ach, das war ein Sprichwort. Nein. Ihr versteht diese merkwürdigen Witze von dem Hochkönig, aber versteht keine menschlichen Redewendungen? Och doch, ich habe doch Serpentilio vorhin noch darauf hingewiesen, dass er eine Redewendung falsch verwendet hat. Aber diese kannte ich nicht. Es ist immer etwas verwirrend, wenn Tiere da vorkommen. Das weiß ich nie genau, ob ihr die realen Tiere meint oder Tiere, die... Galabrion will viel lernen. Aber es ist gut, wenn ihr auch gute Leute, so wie Galabrion, und wir können reden über Gott von Shahana. Ja. Wie immer das sein mag. Ja, ihr könnt dem alterslosen Menschen folgen, wenn er denn ein Mensch ist. Seine Haut und seine Haare, seine Augen, alles ist irgendwie grün. Und während er unterwegs euch führt über diesen Schiffsdämon und euch mit einem unbekannten Dialekt von seinem grünen Gott spricht, könnt ihr dann eben in Richtung seines Schiffes gehen, was hier angelegt ist, teilweise verwachsen und mit einem Algenteppich unterlegt, zumindest nicht überlegt. Und wenn ihr dann das Ganze betretet, dann ist es angenehm warm, es duftet nach Frühling, Blumen, die ihr dann irgendwo auf dem Holz herumwachsen. Das Schiff selber ist ganz merkwürdig und keiner aventurischen Bauart zugeordnet. Ihr könnt kein einziges Stück Metall daran finden. Das wenige, was ihr dann doch noch irgendwo in den Ecken seht, sowas wie Nägel, besteht dann aus Bronze oder aus Kupfer. Und alles ist irgendwie fremdartig. Es riecht eben gut nach Natur, aber keine Gerüche, die ihr bisher kanntet. Und so sehr schnell, wie das hier verdrängt worden ist, hier im Inneren des Schiffes ist nichts von dem Dämon und von dem merkwürdigen Salzwassergeruch zu bemerken. Auch kein einziger Käfer, den ihr hier erkennen könnt. Okay, ich würde mir das Metall gerne angucken. Ist es wie mein Schlangenring auch kalt geschmiedet oder ist es tatsächlich im Feuer geschmiedet worden? Also ist es verhüttetes Eisen oder nicht? Dann würfel mal eine Metallprobe. Achso, es war jetzt eine Bergbauprobe. Weil ja, das geschmiedetes Eisen ist tatsächlich sehr leicht zu erkennen. Das ist ein sehr distinkter Look. Ich kann dir auch noch einen Grobschmied hinterhergeben. Ja, gib mir nochmal zu Not einen Grobschmied, aber ein Bergbau ist auch okay. Außer natürlich, es wurde von einem Elementar gemacht. Dann könnte das aussehen wie. Von Grobschmied habe ich keine Ahnung. Also, du bist der Meinung, dass die Nägel, so wie die geformt sind, da ist nichts mit Ingrims Kunst reingeflossen. Mhm. Aber ich sehe, alles Geschenke. Geschenke. Galabrion hier, um toten Baum und schwimmenden Baum zu heilen. Mhm. Deswegen ist Galabrion gekommen von Rakshasastan und er wartet auf Schiff. Was soll auf dem Schiff kommen? Andere Priester von Shahana. Hm.
Ihr wisst schon, dass dies kein natürlicher Baum ist, sondern ein Dämon. Das sagen und Legenden, aber Galabrion kennt und deswegen aufgebrochen. Nun, wann bist du aufgebrochen? Wie lange ist es her? Vor 20 Monaten. Und wann wollte das andere Schiff hier sein? Galabrion nicht wissen. Nur Galabrion warten auf viele Schiffe, aber keins kommt. Nun, ill uns mehr von dem Ingott. Ihr seid erste Menschen, die nicht genervt. Galabrion kann euch viel erzählen von Corina Gott und von Shoshana. Oh, ich bin kein Mensch. Ich bin ein Zwerg. Ja, kann euch im Prinzip viele Stunden, so lange bis ihr ihn unterbrecht, kann er euch erzählen von seinem grünen Gott und Shahana und von seiner merkwürdigen Ritualmagie, die nichts zuzuordnen ist. Während ihr dort sitzt, fühlt ihr euch auch gesund. Ich würde mir das in aller Ausführlichkeit erklären lassen und. Ja, er wird dich niemals wegschicken. Ja, und mir die Rituale beschreiben lassen und so weiter und so fort. Ich würde auch ein bisschen versuchen, von seiner Landessprache zu lernen, also wenn das möglich ist, falls er mir da was beibringen mag, so ein paar Grußformeln, Grußworte, was das und das auf seiner Sprache bedeutet, dass ich halt andere von seinem Glauben irgendwie freundlich begrüßen kann, so nach dem Motto. Ich würde mich hier im Tempel mal umschauen, ob mir irgendetwas bekannt vorkommt oder Analogien zu alten urtolemitischen Göttern oder in Bezug herzustellen zur Unterwelt sozusagen. Götter und Kulte plus 18. Wow. Mit der Spezialisierung Bohren? Nee, Bohren musst du nicht finden. Bohren findest du überall, wenn du dich noch ganz schnell. Bohren findet dich. Knapp Misslungen. Ja, also du überlegst kurz, ob das Zar irgendwie verknüpft ist oder so, aber nein, ist es nicht. Ist auch nicht Pareine verknüpft. Es ist dir absolut unbekannt. Gibt es irgendwelche Schriften oder Italienschaften, irgendwie Psalme, ich will fast sagen Bibeln, etwas in der Art? Also soweit du diesen Tempel, dieses Tempelschiff betreten kannst, nein. Also kann sein, dass es noch irgendwo weggeschlossen oder sowas ist, aber... Eine mündliche Religion sozusagen. Ja, irgendwie so hast du das Gefühl. Also du siehst auch, dass mittlerweile das Holz viel bewachsen ist von Gras oder so etwas. Und wenn du dich mit Diamantis ein bisschen umschaust und dann wieder irgendwann zu Beutags blickst, kannst du auch sehen, dass sein Bart mittlerweile so eine kleine grünliche Farbe angenommen hat. Ja, damit werde ich beschäftigt, um rumzustromern in den Tempel selber. Und also ich fühle mich eigentlich sehr wohl, also wohler als auf der Arche wahrscheinlich. Und deswegen lasse ich mal sein Geplapper über mich ergehen und probiere da irgendwas rauszuziehen. Ja, er ist unglaublich anstrengend. Und er redet auch von sich selbst in der dritten Person, was ja, dazu kommt. Kenne ich von Voltags in Genüge insofern. Und von dem Maraskan-Vogel. Ja. Also auch. Man weiß nicht, was schlimmer ist. Ja, ich höre mir das alles in Ruhe an. Ich stelle auch Nachfragen. Ich bin interessiert an dem Ganzen drum und dran hier. Okay, derweil die anderen auf dem Bazar. Wo wollt ihr noch hin? Ich glaube, Sulamin wollte noch Bücher stöbern. Ja, ich habe ja quasi schon eins gefunden, das ich gerne haben möchte. Ich würde, wenn wir wieder oben stehen, mal versuchen, mich zu orientieren und mich an diesen Schlachtplan zu erinnern. Also von welcher Seite wollten die mit Seeschlangen kommen und von welcher mit den Aachen? Aber im Prinzip haben sie zwei Archen, die jeweils von Nordosten und Nordwesten kämen und die Seeschlangen dann von allen Seiten, so dass sie dann versuchen, auch teilweise von unten oder auch von oben anzugreifen. Von oben ist natürlich nicht ganz so immer möglich, aber gerade wenn man Agrimod auf seiner Seite hat, dann wäre das natürlich vielleicht möglich. Aber man würde dann eben versuchen, über die Arme zu kommen. Und du siehst eben auch, dass da relativ exponiert der Chorypteron-Tempel steht. Wenn ihr von dem wandelnden Bazar wieder in Richtung über die verschlungenen Treppen nach oben läuft, werdet ihr auch am Tempel des gnadenlosen Kampfes vorbeigekommen sein, wo ihr einen gefallenen Chorpriester erkennt,
Amkur al-Komhut, der Skorpion, der dort Söldnervertrakte unterzeichnet, selbstverständlich mit Belhalhas Blutsegen darauf. Die Söldnerbörse generell bietet man hier alles an, was man braucht, also menschliche Söldner oder auch Humeria oder Krakonier, die dann hier für Gold angewerben werden können. Von viel Moral bis keine Moral, und Sklaven könnt ihr natürlich auch erkennen. Die Risso oder die Zeliten werden dann auch im Wasser gehalten, sodass man dann sie von oben oder aber von unten begutachten kann und ihren Einsatz prüfen könnte, so sie dann, wie gesagt, in diesen Käfigen stecken und im Wasser gehalten sind. Gut, dass Seraphim auf dem Schiff geblieben ist.